Resistors, ein Computer. Mal sehen, wie ihm ein kleiner Tritt bekommt. Wenn das Labor mich nicht durchlässt, muss ich es auseinandernehmen. Wenn das Labor mich nicht durchlässt, muss ich es auseinandernehmen. Verbrennt auch du. Sehen, ob die Netze ein bisschen Feuer aushalten.
Okay. Orange? Ja. Weiches, gepflegtes Fell ist da. Geruch? Nicht schlechter als üblich. Kleines, niedliches, süßes Gesicht? Ja, ich bin's. Mein altes Ich. Dank den Precursern. Nein, doch nicht. Ihr blödes Zeug ist an allem schuld. Dexter. Alles klar? Ja, von wegen. Dieses groß, dunkel und grauenvoll Ding ist viel härter, als ich dachte. Und meine Krallen? Ich brauche nur Maniküre. Alles eingerissen und mein Schädel brummt. Ich bin mit der Rübe voran durch die Wand. Hey, hörst du mir eigentlich zu? Hä? Oh, klar, klar, Dex. Deine Maniküre trinkt Rübensaft. Na, das ist mal ein flotter Schlitten. Unser Ticket hier raus. Das Baby macht ganz schön was her. Los, Dex, ab an Bord und hol schon mal dein Kotztütchen raus. Na, wenigstens hast du nichts vom Abstürzen gesagt. Das kann ja noch werden. Jack, komm auf der Phantomklinge in meine Werkstatt. Ich habe etwas aus der Forschungsanlage für deinen Waffenstab. Wir haben uns im Visier. Geschafft! Kleine, du hast das Zeug zum Bootsmann. Oh, was jetzt? Er zeigt auf eine Gegend bei Weitfall und in die andere Richtung. Dem Sucher fehlen 3 Teile. Vielleicht versucht er, sich zu reparieren. Ja, und Kangahasen fliegen aus meinem pelzigen Hintern. Das Ding ist einfach kaputt. Nein, es weist bestimmt zu den fehlenden Teilen. Was fliegen wir zuerst an? Das Ziel in der Nähe von Weitfall. Bereit? Und warum nicht das andere? Stellst du meine Autorität in Frage? Nein, aber deine Entscheidung. Das zweite Ziel ist näher. Ich richte mich nach Kira. Was immer dein Herz begehrt, Süße. Jack, was willst du tun?